Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter, verehrte Damen und Herren. Es hat sich etwas getan. Unser Hochdruckgebiet Rosamunde, das liegt hier. Wir sehen nur kaum weiße Wolken, zieht sich langsam zurück. Und in dieser Medicane, dieser tropensturmartige Sturm hier im Bereich von Sizilien, man sieht ja noch so eine Wolkenspirale, hat zum Glück Sizilien nicht mehr ganz so hart erwischt gestern wie erwartet. Nur noch gestreift von Osten her. Malta natürlich noch stark betroffen von Regenfällen. Aber wenn wir jetzt den Film laufen lassen, dann sehen wir, dass dieses Tief jetzt langsam in Richtung Süden dann abzieht und sich auflösen wird. Aber bei uns hat sich auch etwas getan. Wir sehen sehr viel Weiß und das war heute dann schon mal eine Kaltfront, die bei uns angekommen ist und für Regen gesorgt hat. Im Osten war es noch schön und wir gucken auf die Wetterkarte von morgen. Und da ist dann diese Kaltfront hier nur noch als Stummel zu erkennen. Über Polen wird sich also deutlich abschwächen auf dem Weg in Richtung Osten. Und auch die Warmluftzufuhr aus dem Südwesten bleibt eigentlich grundlegend noch erhalten. Erst hinter dem nächsten Tiefausläufer, den wir hier sehen, wird es dann ab Montag deutlich frischer von Westen her. Schauen wir jetzt auf den Radarfilm heute. Wir können uns mal angucken, wie die Kaltfront durchgezogen ist. Sie sehen eigentlich eher so die Zugrichtung von Süd nach Nord. Und Sie sehen auch, dass man diese Regenechos nicht einfach von A nach B extrapolieren kann, sondern Sie sehen, da ist auch Bewegung drin. Diese Kaltfront löst sich auf, der Regen wird insgesamt immer schwächer, dieses Regenband wird immer schmaler und im Osten kommt davon eigentlich nichts an. Vor diesem Regenband gab es heute sogar noch Föhn in Bayern bis zu 21 Grad. Schauen wir in die Nacht, da gibt es dann aber noch stärkere Bewölkung im Bereich dieser Front. Gelegentlich leichtes Getröpfel dort, wo die Sterne noch länger funkeln. Vor allem Richtung Ostsachsen und Niederbayern können sich Nebelfelder ausbreiten. Morgen, die Temperaturen morgen früh deutlich höher unter den dichten Wolken, so 12 bis 8 Grad. Wenn es länger aufklart, teilweise noch mal bis zu 2 Grad kalt. Und der Vormittag wird dann noch so Restwolken bringen von dieser Kaltfront. Aber das Ganze wird eher dann aufgelöst. Ein paar Nebelfelder auch Richtung Niederbayern werden sich schnell auflösen. Sehr viel Sonnenschein, höchstwahrscheinlich noch in Richtung Sachsen und auch am Nachmittag wird es verbreitet noch Aufheiterung geben, neben ein paar stärkeren Wolkenfeldern. Aber insgesamt tendenziell wird es dann zum Nachmittag von Westen her doch dichter in Sachen Bewölkung und zum Abend kann dort dann auch wieder Regen einsetzen. Das ist die nächste Front. Die Temperaturen morgen noch mal sehr hoch, vor der nächsten Front noch mal bis zu 20 Grad im Breisgau, auch ansonsten 15 bis 18 Grad, nur örtlich ein bisschen frischer, höhere Lagen oder dort, wo die Sonne nicht ganz so gut durchkommt, beziehungsweise an den Küsten. Der Wind weht aus südöstlichen bis südlichen Richtung, Richtung Oberlausitz noch etwas kräftiger, auch im Westen langsam auffrischend. Die Temperaturen haben wir schon gesehen und jetzt schauen wir auf die nächsten Tage. Da wird es etwas unbeständiger und es wird langsam etwas kälter. Am Dienstag aber für viele wieder auch Sonnenschein.